Meine Damen und Herren, liebe Genossen und Genossinnen, liebe Damen und Herren, liebe Mitstreiter, böse Feinde des Islams, ich wollte Ihnen heute mal etwas präsentieren. So. Hier, das ist der Stern vom 8.7.2010. 3,20 Euro kostet das Ding. Hier steht, Frauen im Islam, wie sie im Namen Allahs unterdrückt werden und sich dagegen wehren. Wir haben ja schon des Öfteren über die Hetze gegen den Islam geredet, oder Hetze im Allgemeinen. Und da haben wir gesagt, dass Hetze, was ist, dass als Hetze zu verstehen ist, unsachliche, verunglimpfende Aussagen zum Sinn und Zweck, bestimmte Gruppen oder Individuen zu diffamieren, zu dämonisieren. Ja, das haben wir gesagt. So, dann haben wir hier diesen Text. Und da steht ja, wie sie im Namen Allahs unterdrückt werden und sich dagegen wehren. So. Dann haben wir als erstes hier ein Bild. Und jetzt zeigen wir, jetzt können Sie mal selber entscheiden, ob die Leute hier Schwachsinn erzählen oder nicht. So, als erstes wird hier ein Bild von einer Frau gezeigt, die ihren Hijab zumacht. So, die ihren Hijab zumacht. Was soll das bedeuten? Dann lesen wir hier. Hinter dem Fenster eines Busses in Islamabad steckt eine Studentin ihren Schleier fest. Ein liberales Institut ihrer Universität war im Herbst Ziel eines Selbstmordanschlags. Sie wollen also hier so vermitteln, als wenn, oh, sie will ja eigentlich das Kopftuch gar nicht tragen, aber sie macht sich das jetzt dazu. Wo ist der Beweis dafür? Hat einer ein Interview mit dieser Frau geführt? Was ist der Sinn und Zweck der Sache? Der Sinn und Zweck der Sache ist, so zu tun, als wenn die Frauen werden ja alle zum Hijab gezwungen, ja? Und deswegen ist es ja am besten, das Kopftuch abzuschaffen, insbesondere den Niqab zu verbieten. Dann wird die Bevölkerung erstmal immunisiert und die Muslime halten weiter den Mund, weil die wollen ja als die guten Muslime dastehen, ne? Nicht als der böse Pierre Vogel, und schon ist das Schlamassel da. Deswegen sage ich jetzt zu allen Schwestern, insbesondere die Schwestern mit Niqab, nehmt endlich eure Aussagen auf, damit wir den Menschen zeigen können, was los ist, damit wir dieses Konstrukt verändern können. Aber wenn ihr noch nicht mehr in der Lage seid, euch aufzunehmen, zum Beispiel mit einem Niqab, ja, und zu erzählen, warum ihr Kopftuch tragt, dann kann ich leider nicht helfen. Okay, gut. Dann geht es hier weiter. So, dann die Unterdrückung der Frau. Hier wird eine Frau gepeitscht, wie sie im Namen des Islams unterdrückt wird. So. So, wenn es um Unterdrückung der Frau geht, wann ist die Frau unterdrückt? Würden wir zum Beispiel in Deutschland sagen, eine Frau ist unterdrückt, weil sie mit Drogen gehandelt hat und deswegen 5 Jahre ins Gefängnis gekommen ist? Nee, würden wir nicht sagen. Oder sie hat mit Haschisch gehandelt, ist ins Gefängnis gekommen. In Holland darf sie vielleicht mit Haschisch handeln, wenn sie Coffeeshop-Besitzerin ist. Das heißt, da würden die Holländer schreiben, oh, in Deutschland werden die Frauen im Namen des Grundgesetzes unterdrückt. Weil sie mit Haschisch gehandelt hat, kam sie in den Knast. So, hier ist die Frage. Warum wird hier nicht erwähnt, dass der Mann, diese Frau wird gepeitscht, zu Recht, weil sie Unzucht begangen hat? Warum wird aber nicht erzählt, dass der Mann, der mit ihr Unzucht betrieben hat, auch gepeitscht wird? Warum? Weil es darum geht, dieses Bild zu erzeugen, die Frauen werden unterdrückt, weil dann kann man das Bild ja nicht mehr benutzen. So, ganz klarer Fall. Übrigens, in der Bibel wurde man dafür gesteinigt. Dann geht's weiter. Hier. Eine Frau wird erschossen, Todesstrafe. Warum wird nicht erwähnt, dass dieselbe Todesstrafe auch für Männer gab? Warum wird immer die Frau gezeigt? Warum wird nicht der Mann gezeigt? Warum nicht? Warum? Weil man damit zeigen will, wie schlimm der ist, weil man damit sagen will, wie die Frauen im Namen des Islam unterdrückt werden. So. Dann kommt man hier mit einer Geschichte, ja, die man irgendwo gehört hat, die dann irgendwo aufgeschrieben wird, hier von Dorfplatz Kalaikilai, einem kleinen Weiler, ein Mann mit Vollbart, 34 Mal saust die Pause auf den Rücken der 17-jährigen Schande Bibi. Das angebliche Vergehen der jungen Frau, sie hat sich im Haus alleine zusammen mit einem Mann aufgehalten, der nicht zur Familie gehört, mit dem sie nicht verheiratet war. Also, er war ein Nachbar, der im Dorf als Elektriker fungierte. So, jetzt geht's weiter. Auch so, die Sache ist aber allerdings nur, später zwang man Shans Bibi, den Elektriker, zu heiraten.
Chant Bibi wurde gezwungen, den Elektriker zu heiraten. Angeblich, wir wissen ja gar nicht, wo die Geschichte her ist. Aber was ist denn mit dem Elektriker? Aber so werden uns die Gedanken verdreht. Der Elektriker, der wurde jetzt nicht gezwungen. Der wollte ja unbedingt, weil die Muslime, die wollen ja sowieso alle Frauen einfach haben. Verstehst ihr? Dieser Elektriker wurde ja zwangsläufig auch gezwungen. Aber das wird nicht erwähnt. Warum? Weil das Ziel halt ist, wie die Frauen im Namen des Islam gezwungen werden. Zweitens, wo steht das? Erstmal, wo ist der Beweis für die Geschichte? Zweitens, wo ist der Beweis aus dem Koran dafür, dass das der Islam ist, der das macht? Oder sagen wir jetzt, weil der Priester die Nonne vergewaltigt hat, ja, das kommt von der Bibel? Oder weil die Priester die ganzen Kinder vergewaltigt haben, ist die Bibel schuld? Wie die Frauen, wie die Kinder im Namen der Kirche vergewaltigt werden? Nee, das steht da nicht. So, dann weiter. Auch Ilham al-Assi aus dem kleinen Ort Chuweiba in Jemen wurde zur Ehe gezwungen. Ihr Bruder hatte sich mit einem Bekannten darauf geeinigt, ich bekomme deine Schwester und du heiratest meine und beide sparen wir uns den Brautpreis. So, und das ist nicht erlaubt im Islam. Das ist nicht erlaubt im Islam. Das heißt, warum wird hier undifferenziert geschrieben? Warum? Weil es darum geht, den Islam als etwas Schlimmes darzustellen, den Menschen Angst zu machen und in der Endkonsequenz den ganzen Islam zu verbieten, beziehungsweise Teil des Islam zu verbieten, indem man jetzt versucht, Imame auszubilden, die einem dann erzählen, ja, das ist ja gar nicht vom Islam. Das heißt, Kopftuch ist nicht vom Islam. Das wird einem dargestellt als etwas Negatives. Warum hat man fast noch nie, ganz selten mal im deutschen Fernsehen, Frauen mit Kopftuch interviewt? Da würde man nämlich sehen, dass die Sache ganz anders aussieht. Aber daran ist man nicht interessiert. So, nur dann. Das geht es darum. Die wurde dann verheiratet. So. Und dann wurde sie wohl vergewaltigt. Stunden später war sie tot, gestorben an innerem Bluthorn. So. Hier, also es geht wohl daran. So. Doch war es für ihn ein guter Deal, wurde für sie tot. Nächtelang wehrt sich die 13-Jährige nach der Hochzeit dagegen, mit ihrem Mann zu schlafen. Lass es geschehen, sagt die Mutter, wie steht denn sonst unsere Familie da? Doch die verzweifelte Tochter weigerte sich, da schluckte der Ehemann Potenzpillen, fesselte die Braut ans Bett und drang trotz ihrer Schreie in sie ein. Das heißt, was ich hier eigentlich nicht kapiere ist, also sie will nicht, dass er mit ihr schläft, so, und jetzt nimmt er Potenzpillen, um mit ihr zu schlafen, und dann klappt es plötzlich. Ich meine, da hätte er eigentlich keine Potenzpillen für nehmen müssen, wenn es jetzt einfach darum geht, dass er sie vergewaltigt. Ich verstehe den Zusammenhang jetzt nicht. Vielleicht versteht ihr es? Also er will mit ihr schlafen, sie will nicht mit ihm schlafen. Jetzt nimmt er Potenzpillen, das hört sich eher an, als wenn er davor nicht konnte. Und jetzt kann er mit ihr schlafen, hat sie dann angeblich vergewaltigt. So, jetzt geht's weiter. So, als er die Braut am nächsten Tag in die Klinik brachte, konnte sie nicht mehr laufen. Die Frauenärztin stellte einen Riss in der Vaginawand fest. Also, ich weiß es nicht, ich bin kein Mediziner. Ja? Aber ich meine, sowas habe ich noch nie gehört. Ein Riss in der Vaginawand, hast du das schon gehört? Rühre sie 10 Tage nicht mehr an, sagte sie dem Mann und schickte das Paar nach Hause. Als die Mutter später am Tag ihrer Tochter sah, war die kaum noch bewusst. Der Ehemann sagte, sei vom bösen Beißen. Er hat mich vergewaltigt. Stunden später war sie tot, gestorben an innerem Blutung. Eine Mission gab, dass auch ihr Rektum schwere Verletzungen aufwies. Ihr Rektum auch. Das ist sowieso Mistab. Also, das heißt, anal ist es da auch zur Sache gegangen. Sie sah aus, als wäre sie geschlachtet worden, sagt die Mutter. Nur Tage vor dem Tod der 13-Jährigen war der Versuch, das Mindestheiratsalter im Jemen auf 10 Jahre zu setzen, gescheitert. Abgeordnete hatten das Gesetz als unislamisch abgelehnt. Eine Altersgrenze verletzt die Freiheit, zum Beispiel die eines 13 oder 14, der Sex haben will, sagte Sheikh Mohammed Hamzi von der Islamischen Islahpartei. Also sie wollen jetzt hier sagen, dadurch, dass man im Islam Jünger heiraten darf, ja, ist das schlecht, weil da sterben dann durch die Frauen. So nach dem Motto, weil die war ja so jung. Nur wahrscheinlich hat das gar nichts mit dem Jungen zu tun, mit der Jungheit zu tun, weil sie 13 ist, sondern mit einer anderen Sache. So, hier. Was ist denn mit den 13, 14-Jährigen, die heiraten wollen? In Deutschland, 12, 13, 14, 11, gehen alle zum Frauenarzt, lassen sich die Pille verschreiben. Im Islam ist es halt nun mal so, dass wenn man dieses Bedürfnis hat, heiratet.
Und da kann man auch in diesem jungen Alter heiraten. Man soll mir einmal die Logik erklären, warum es erlaubt sein soll, mit 18 zu heiraten, aber man darf mit 13 schon Geschlechtsverkehr haben, oder wie du willst, oder was weiß ich, oder mit 16. Oder sagen wir zumindest, jeder macht es und es spielt keine Rolle. Weil es wird ja gesagt, dass man eigentlich erst ab 16 darf, habe ich gehört. Aber versteht ihr, das ist der größte Blödsinn. Mit viel Geld, dann geht's hier weiter, mit viel Geld aus Saudi-Arabien werden seit einigen Jahren Satellitensender finanziert, die in Talkshows, die Konversation, also erstmal zeigen sie, wie gesagt, Bilder aus Afghanistan, die mit Islam angeblich passiert sind, die gar nichts mit Islam zu tun haben, wo Frauen, weil sie mit einem Mann irgendwo gewesen ist, zur Ehe gezwungen wird, ausgepeitscht wird, ja, der wird natürlich dann nur so getan, als wenn nur die Frau die Strafe bekommen hätte, ist ja klar. Also was mit Islam nichts zu tun hat, dann irgendeine andere Geschichte, wo die Frau ohne Zeugen einfach platt gemacht worden ist, ja, also alles, was gegen Islam ist. So, dann wird es, wie gesagt, so dargestellt, als wenn nur die Frau ausgepeitscht